Wir sind ja in dem Sinne kein klassischer Generationsbetrieb, sondern meine Frau und ich haben das Weingut ja Anfang der 90er Jahre kennengelernt, haben hier angefangen als Betriebsleiter und haben es auch dann kurz danach gekauft. Also haben nichts übernommen, haben bei null angefangen, alles in einem sehr schwierigen, schlechten Zustand, so dass wir, wie gesagt, in jungen Jahren schon direkt Vollgas geben mussten, all unsere Energie. Wir besitzen momentan 8 VDP große Lagen. Allesamt faszinierende, interessante, hochspannende Lagen an der Mittelmosel. Und das ist, was es uns antreibt. Terroir herauszuarbeiten in seiner Reinkultur, in einer Perfektion, das ist der Kick. Jede Lage hat eine andere Bodenstilistik, ein anderes Kleinklima. Und das kitzeln wir raus und das macht es am Ende des Tages hochinteressant und hochspannend. Diese Unterschiede in den Feinheiten, sei es linkes Moselufer, rechtes Moselufer, da ist so viel Unterschied in Nuancen drin und das bringt nur der Riesling in absoluter Perfektion. Und da arbeiten wir mittlerweile auch schon generationsübergreifend dran. Das heißt, 2 Kinder sind schon mit im Betrieb, Lara und Niklas, sind genauso enthusiastisch und wissbegierig, dass die uns dann nachfolgen, mitarbeiten. Ich denke, das auch respektieren, was wir gemacht haben. Und dann mit dieser selben Intensität weiter Gas geben, ist dann natürlich schon sensationell und ist die beste Bestätigung dessen, dass wir doch ein bisschen was richtig gemacht haben. Ich habe meinen eigenen Stil und da weiche ich auch überhaupt nicht von ab. Den ziehe ich gnadenlos durch, habe ich immer schon getan, gar keine Frage. Das macht das Paket aus. Terroir auf der einen Seite und dann meine eigene Philosophie in dieser Kombination macht es dann halt sehr, sehr individuell und authentisch. Die Ernte ist natürlich die intensivste Zeit mit all seinen Facetten. Das ist die wichtigste Zeit des Jahres. Im Sommer können wir das Wetter nicht beeinflussen. Im Keller, später beim Ausbau werden nur zarte Nuancen gelegt. Alles wird mit der Hand gelesen. Da ist höchste Konzentration gefordert. Natürlich auch ein hohes logistisches Maß, weil wir so viele verschiedene Parzellen haben. Das ist der Lohn einfach eines gesamten Jahres. Und dafür arbeiten wir tagtäglich und insbesondere auch während der Ernte.